Moin. Heute mal von der Beifahrerseite ein weiteres Tech-Video. Selten im Gespräch, extrem selten im Gespräch, aber nicht minder wichtig. Oft übersehen und vergessen in der heutigen Zeit. Aber heute geht es um Oil Catch Can, also um eine Kondens Flüssigkeit bzw. Kondensöle, Kondenssudaufnahmemöglichkeit, die sich sonst beim laufenden Motor vom ZMZ 409 im Ansaugtrakt um die Drosselklappe und den Drehzahlsteller, Umluftregler, Idle Air Control Valve genannt oder auch IAC, sammeln würde, verkoken und mit der Zeit über die Jahre oder im Alterungsprozess des Motors immer mehr Probleme aufrufen würde. Und darauf will ich jetzt noch mal kurz eingehen. Den ZMZ 409, hier ein 409.11 aus 22. Mit der bekannten Einspritzanlage, Sensorik an sich, wie es euch geläufig ist, alles, was nach 2011 ist, insbesondere nach 2019. Durch die Euro-Auflagen ist es vorgegeben, dass im Motor entstandene Ölgase abgesaugt werden müssen über den sogenannten Motorunterdruck. Und dummerweise soll dieser Kondens, dieser auftretende Ölsud, je nach Alterungszustand und Prozess des Motors, darf nicht über die Ventildeckelentlüftung, die ist beim 409 hier hinten an einem 16 mm Schlauch, Innendurchmesser. So jetzt hier nicht so ohne weiteres sichtbar. Darf nicht einfach in die Umwelt gelangen. Das soll nämlich normalerweise hier vorne im Bereich der Drosselklappe zugefügt werden. Das heißt also, die Fritteusendämpfe, die durch die Motortemperatur im Kurbelgehäuse in der Ölwanne unten, die Dämpfe von den Öl, ich nenne es mal Fritteusendämpfe, die auftreten, werden über den Ventildeckel, den höchsten Punkt des Motors hinten aus einem Entlüftungsschlauch abgesaugt, dadurch, dass der Motor Unterdruck hat, wenn er läuft, und hier wieder zugefügt. Und das hat folgendes Problem: Diese Kondensspülung wie Ölnebel und Dämpfe. Abhängig die Menge ist natürlich der Zustand der Kolbenringe, der Kolbenhemden und der Zylinderlaufbuchsen. Wenn jetzt der Kompressionszündungsdruck, der komprimierte Druck im Zylinder gezündet werden, Benzin-Luftgemisch, und die Zylinderlaufbahnen sind ein bisschen ausgelutscht, dank mangelnder Wartung, oder die Kolbenringe sind nicht mehr passgenau, geht ein sogenannter Blow-by an den Kolbenringen und Hemden vorbei, unten in den Motor, in das Kurbelgehäuse. Und dann haben wir nämlich einen Kompressionszündungsdruck auf den Ölniveau, auf dem Ölspiegel in der Ölwanne anliegend, einen sogenannten Überdruck. Und das Problem ist, dass der leider Gottes denn die Öldämpfe wie im Kamineffekt hinten über den Entlüftungsschlauch hier im Drosselklappenbereich eingespült wird, das wiederum über den Bypasskanal des Umluftregelventil, man nennt es auch Standgasregelventil oder Idle Air Control Valve. Das ist eine Technik bei sämtlichen Automobilherstellern oder Motorenherstellern so nach der 90er Jahre üblich, die Technik, da hier ein magnetischer Drehsteller, ein Drehkolben, ein sehr, sehr filigran feinläufiger Kolben magnetisch erregt wird, um
Störluft, Frischluft einzugeben, um Standgasdrehzahl zu regeln. Die Standgasdrehzahl wird nicht mechanisch geregelt, sondern elektromagnetisch. Und dieser Steller, der kleine Drehkolben hier drin, über den Elektromotor erregt, ist sehr feinfühlig. Und wenn jetzt über die Jahre Ölkondens umgespült wird, trocknet er aus und legt sich als Schmiere und Koks am Steller nieder. Und ebenso auch an der Drosselklappe, am Butterfly, die ja übers Gaspedal bewegt wird. Und dieser Drehzahlsteller, der weit über 300 Euro kostet, wenn der verkokst ist oder eben durchs Öl, Schlamm und Sud behindert ist, dann hat er eine erhöhte Spannungsaufnahme, weil er sich mehr anstrengen muss. Er ist sehr feinfühlig. Und das führt dazu, dass dann auch hier die Motorkontrollleuchte kommt, einen Fehler auswirft. Nur in geringen Fällen langt es, den Steller auszubauen und zum Beispiel mit Bremsenreiniger zu reinigen. Dann ist es aber auch meistens schon zu spät, weil eben die Axiallager hier und am Steller dort meistens schon mit verunreinigt sind und Elektromotor, Magnetmotor und Flüssigkeiten wie Öl und auch Bremsenreiniger vertragen sich gar nicht. Also den zu reinigen ist nur eine vorübergehende Hilfestellung. Und deswegen haben ich, Marco und auch Alex, dank noch auch hier heute an Alex, er hat ein tolles Video, nein, auch Bildermaterial zur Verfügung gestellt. Dazu kommen wir gleich. Bauen wir eine Oil Catch Can ein. Die Oil Catch Can ist nämlich zwischengebaut zwischen diesem Vakuumsystem und fängt in einem Mehrstufensystem dieses Kondensat auf. Den Unterteil der Catch Can kann man abschrauben, nach gewisser Zeit entleeren, sofern etwas angefallen ist. Man kann aber auch mit einem kleinen Peilstab messen. Ich sehe so schon, da ist gar nichts dran. Das heißt, mein 40911 ist 1A in Zustand und das noch bei 37.000 Kilometern, wo man ihnen manchmal schon Genickbruch nachsagt, was meiner Meinung nach vielleicht ein Klischee ist. So, das dazu. Jetzt aber zu den von Alex bereitgestellten Bildmaterial. Danke an dich und das Bildmaterial erklärt sich von alleine. Es ist ein bisschen Bastelei, sowas, eine Catch-Can kann man in der Bucht für unter 30 Euro kaufen. Einfach mal googeln und dann wisst ihr, was ich meine. Jetzt zu den Bildern. So, Alex, sein zur Verfügung gestelltes Bildmaterial ist schon selbsterklärend und der Vorteil ist, wir können tatsächlich die Lebenserwartung und auch die Laufleistung eines jeden Viertaktmotors mit oder auch ohne Turboaufladung verlängern und ist ein kostengünstiges Goodie, damit wir diesen Sud nicht über Drosselklappe, Standgasregler
in den Einlasskanal einspülen und somit auch vor den Einlassventilen alles verrotzen. Da kann natürlich viele Leute jetzt argumentieren, das ist alles Scharlatan, Zeus und Hexerei und so. Nein, ist es nicht. Das ist schon in den 60er, 70er Jahren wurde das schon verwendet, durfte aber nachher nicht mehr ja, mit diesen aufkommenden Emissionsgesetzen, diesen Pseudo-Teufelszeug von Emissionsvorgaben, durfte das nicht mehr in dem Sinne verwendet werden. Bei Dieselmotoren ist es weitaus schlimmer heutzutage. Da werden die Ölgase, ein Dieselmotor hat in dem Sinne auch keinen Unterdruck. Und dort werden ja heutzutage mit Vakuumpumpen und so weiter, Unterdruckpumpen, nebst, wenn es kein hydraulisches Bremskraftverstärkersystem ist, sondern noch ein Bremskraftverstärkersystem ist, wird es noch mit Vakuumpumpen noch gemacht. Und da wird dieser ganze Rotz so oder so der sogenannten Nachverbrennung zugeführt. Und das hat den Nachteil, dass es den kompletten Ansaug- und Einlasstrakt komplett versifft und verdreckt. Ist für viele Leute nicht so nachverfolgbar, aber wenn man so bei 40, 50, 60.000 Kilometer auf dem Tacho mal den Ansaugschlauch vor der Drosselklappe abnimmt, hat man schon teils einen schwarzen Rand unten, einen öligen, siffigen, koksigen Rand, so auf 6 Uhr von der Butterfly der Drosselklappe. Und das behindert den Luftdurchsatz und dann hat man auch Störung im Standgassystem. Nebst auch den versifften bei der Verbrennung, wenn hier der Ölsud, die Öldämpfe, der Kondens zugefügt wird, hast du das auch in der Verbrennung drin. Das schlägt sich dann auch an der Zündkerze nieder. Das sind alles nachher fortlaufende, schleichende Prozesse, die einen richtig Ärger einhandeln. Wenn ich überlege, dass ich 30, 35 Euro oder weniger auch, ne, oder 25 Euro für so eine nachträgliche, schön verbotene Oil Catch Can verwende, wieso verboten? Ich schmeiße noch nicht mal irgendwelche brennenden Schadstoffe der Verbrennung zu, also es müsste es eigentlich erlaubt sein. Mir jetzt auch Lachs. Wenn ich überlege, was der Drehzahlsteller kostet, da hatte ich schon einen Umluftregler, diese Zigarre. Mit dem Magnet, ja, mit einem kleinen Magnetregler, mit dem Drehregler, der kostet mal eben zwischen 340 bis 360 €, wenn man ihn überhaupt kriegt. Nachträgliches Reinigen bringt da nicht viel, denn ist eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen. Deswegen fangen wir gleich einen Step vorher an, bevor das Pferd aufgesattelt ist und Hufeisen dran hat. Versuchen wir hier jetzt schon mal diesen Ölkondensat, dieses Ölkondensat wegzuhalten. Ne? Jo, das dazu. Das war jetzt schon mal das zweite Video heute. Macht nichts. Heute habe ich einen guten Lauf. So, liebe Grüße an euch. Gerne Kanal abonnieren, Videos liken wegen der Algorithmus und der Suchstatistik. Tech-Tipp weitererzählen, unseren Buchhanker-Kollegen nahelegen. Und wie gesagt, mit zunehmendem Alter und Pflegezustand haben so manche Motoren Probleme mit ihrer Kompression, mit ihrem Zündungsdruck zurechtzukommen. Und dann hat man zu viel Druck unten im Kurbelgehäuse drin und dann verschlimmert sich das. Damit es sich nicht verschlimmert, Kanal abonnieren, Video liken und immer wieder dabei sein. Bis dann. Tschö.